Hallo meine Damen und Herren, gestern am Freitag habe ich 2 Stunden vor meinem Livestream auf Steam etwas entdeckt, das mich höchst schockiert hat. Ich wollte gestern so ungefähr 2 Stunden vor dem Freitags-Livestream noch ein bisschen was vorbereiten, war auch gerade mittendrin und hatte dann eine Frage an jemanden, mache Steam an und habe logischerweise mit nichts Negativem gerechnet, ne? Sonst macht man Steam ja an und das ist alles cool. Aber nicht gestern, denn ja, Steam ging an und ich sehe oben rechts so eine rote, eingekreiste Nachricht neben den Briefen und da stand sowas wie, es gibt Informationen zu deinem Steam-Account und ich denke nur, was ist denn das jetzt, Alter? Also klicke ich drauf, es öffnet sich ein Fenster und da musste ich schon wirklich erstmal ordentlich schlucken, denn da stand ganz oben sowas wie, dein Account wurde wahrscheinlich gehackt oder irgendwie anderweitig betreten von jemandem und dieser jemand hat Schabernack mit deinem Account getrieben. Darum haben wir vorsichtshalber deinem Account einen Steam-Community-Bann gegeben, einen aktiven. Der, was weiß ich, 2038 wieder abläuft. Das stand nicht direkt da drin, das habe ich dann später gesehen. Und ich dachte mir, was? Was ist passiert? Ich war ja in meinem Account drin, ich war ja nicht ausgesperrt. Ich bin sofort in die Einstellung reingegangen, habe geguckt. Es war immer noch meine E-Mail. Es hat sich niemand versucht einzuloggen. Es war auch niemand in meiner E-Mail drin. Es hat auch niemand Zugang zu meinem Authentifikator bzw. SteamGuard. Also es kann eigentlich niemand rein. Meine Passwörter sind auch komplett insane. Und mein Schutz hier am PC ist auch krass, also man kann ja nicht einfach irgendwas installieren. Darum war ich ziemlich baffled, dass ich so eine Art Vorwurf eben von Steam habe, dass da irgendwas passiert sei. Trotz dieser ganzen Vorkehrungen stand das Profil auf privat und ich hatte den Community-Bann einfach da drin. Das heißt, mit niemandem schreiben, mit niemandem traden, ich kann nichts kaufen, weder Skins noch Spiele. Ich kann Online-Spiele nicht spielen, weil ich auch sowas wie ein WAC-Bann dadurch hatte. Also ich konnte nicht auf WAC-Securten Servern spielen. Der Account war also komplett blockiert, auf jegliche Art und Weise. Und das hat mich natürlich schon getroffen, ne? Mein Account ist in 4 Jahren 20 Jahre alt, den habe ich schon immer, das ist mein Main-Account. Da sind unglaublich viele Spiele drauf, die ich auch in Zukunft natürlich weiterhin spielen will. Und zu allem Übel liegen da auch noch einige Skins drauf. Also da sind ja vorneweg Skins im Wert von 10.000 Euro drauf. Was natürlich auch jetzt schon ein bisschen gezwickt hätte, wenn die weg wären. Nicht, dass 10.000 Euro wenig für mich sind. Ich habe das auch gestern im Stream direkt halt so erklärt. Wenn das jetzt weg wäre, wäre natürlich schon ein Desaster. Das wäre scheiße. Aber natürlich habe ich mit diesem Geld ja nie gerechnet. Ich habe ja nicht im Sinn gehabt, irgendwie die Skins zu verkaufen oder sowas, ne, und dann damit einen Reibach zu machen, sondern die meisten Skins, die da liegen, sind ja für die Giveaways. Also einen Plan, die zu verkaufen, hatte ich zumindest nie oder habe ich nicht. Naja, kurzum, der Account war gesperrt. Hinzu kommt zu diesem Fensterchen, das ich offen hatte, habe ich aber oben nochmal so einen kleinen, so einen Brief gehabt zu der Nachricht. Da klicke ich drauf und sehe eine Nachricht nochmal von Steam, auch in einem extra Fenster, ich habe leider nicht abgescreent für euch, sorry, da stand halt einfach drin, dass ein Kommentar von mir gelöscht werden musste, weil er gegen die Community Guidelines verstoßen hat. Mehr stand da nicht, da stand auch nicht der Kommentar, da stand einfach nur Comment und Deleted, aber ich konnte nicht draufklicken, um zu sehen, was das für ein Kommentar war, weil hätte ich da schon sehen können, was das für einer ist, hätte ich ja gewusst, ob der von mir ist oder nicht. Zum Glück ist Steam idiotensicher gemacht und du hast direkt unter diesem Fensterchen, wo eben diese Main-Information stand, dass mein Steam-Account genudelt wurde und sowas, hast du direkt eine anklickbare Schaltfläche, mit der du dann in den Steam-Support geleitet wirst und darin kannst du dann eben deinen Account zurückbekommen beziehungsweise Access zu deinem Account zurückbekommen, weil sie ja davon ausging, dass ich den nicht mehr habe, dass ich keinen Zugriff mehr auf meinen Account habe. Und da gibt man dann allerlei Informationen ein, zum Beispiel eben wie die älteste oder zumindest aktuelle E-Mail-Adresse ist oder war, wie der PayPal-Account zum Beispiel heißt, mit dem du da verbunden warst, was du möglicherweise auch vor kurzem erst gekauft hast mit PayPal. Du kannst dann so eine Transaktionnummer da reinballern, also was du bei Steam eben gekauft hast. Ich habe da im Januar oder Februar erst mir, ich glaube, 5 Euro Steam-Guthaben geholt, das konnte ich alles eintragen. Und ziemlich am Ende fragen sie dann nach Steam-Keys, die du möglicherweise eingesetzt hast, also nach einem Steam-Key. Und da habe ich schon so ein kleines Grinsen auf die Backen bekommen, denn ich dachte mir, haha, da kann ich richtig trumpfen, denn ich habe hier noch Counter-Strike Source und 1.6, also Counter-Strike 1 Anthology, habe ich mir damals vor ungefähr 16 Jahren, als ich den Account erstellt habe, gekauft. Und da sind natürlich auch die Keys drin. Das habe ich angegeben und das Ding auch aufgeklappt mit dem Key abfotografiert, um zu zeigen, ich habe das Teil hier liegen. Ne? Ich bin der Besitzer von diesem Ding und ich dachte mir, das ist nochmal ein Ticken besser als irgendein MMOGA-Code oder so, weil hätte ich jetzt nicht mehrere E-Mails, könnte derjenige vielleicht auch in meinen MMOGA-Account rein, weil er die E-Mail gehackt hat, und könnte dann einfach Keys herausziehen. Ne? Also sich einfach snacken, das ist ja nur digital, also nicht so sicher wie eben in Hardware. Dafür müsste jemand bei mir einbrechen, um sich die Keys zu holen. Und diese Keys sind wie gesagt 16 Jahre alt. Das hat wahrscheinlich so gut wie kein Hacker oder halt irgendein Dackel, der sich bei mir einloggen wollte, hat diese uralt Dinger. Und damit dachte ich, bin ich besonders safe. Ne? Und darunter gab es dann so einen Kasten, wo du eben nochmal Anmerkungen reinschreiben konntest. Und da habe ich losgelegt, da habe ich richtig reingehauen, bei Adam und Eva angefangen, also zum Beispiel, wer ich bin. Also im Sinne von
dass ich dieser jemand bin, der diesen Steam-Account eben besitzt, dass ich dieser YouTuber und Livestreamer bin, der dort vermerkt ist oder genannt ist, ne, dass diese Links zu meinen Kanälen führen, dass ich das bin und so weiter und so fort. Ich habe die erste Box vollgeballert, mein Ticket rausgehauen, 20 Minuten später ist mir weiteres eingefallen, dann habe ich dann noch mehr hinzugefügt. Du kannst einfach bei so einem Ticket unten dann weitere Informationen oder optionale Informationen hinzufügen, klicken und dann einfach noch weiterschreiben. Und da habe ich wirklich alles aufgedeckt, was mir dazu einfällt, wie das passiert sein könnte. Und dass es eben eigentlich keine Möglichkeit gibt, dass jemand in meinen Steam-Account kommt, ohne hier einzubrechen. Und das würde ich wahrscheinlich mitkriegen. Dann habe ich das Ding abgeschickt, habe aufs Beste gehofft und den Stream gestartet. Denn the show must go on. Es ist natürlich schon ein blödes Feeling, mit diesem Wissen eben in den Stream zu gehen, dass der Main-Account gerade genudelt ist und man den auch nicht benutzen kann. Ich habe das natürlich auch kurz davor auf Discord geschrieben, dass schon mal die meisten Bescheid wissen, dass ich nicht im Steam ständig gefragt werde, was mit deinem Account los, was mit deinem Account los? Trotzdem musste ich es oft genug erklären. Ja, aber wir haben dann reingestreamt und da muss ich natürlich wieder sagen, meine Community ist einfach, sie haben logischerweise gemerkt, dass ich angespannter war als sonst und haben mir gut zugeredet. Haben mir praktisch virtuell hier so auf die Schulter gepettet oder mein Köpfchen gepettet und gesagt, alles gut, wird wieder. Und haben mir einen wunderschönen Stream einfach beschert, so wie eben immer. Und haben noch darüber hinaus Subs rausgehauen. Ne? So gefühlt nach dem Motto, mach mal 5 raus, der ist noch traurig. Warte mal, der freut sich gerade. Mach nochmal 5 für alle Fälle. Und das hat dann logischerweise meine Stimmung schon gut angehoben. Also da war ich, ja, es hat einfach Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank dafür, Leute. Kuss, geht raus. So, und dann, wir waren ungefähr 4 Stunden schon am Stream. Mein Steam-Ticket war ungefähr 5,5 Stunden alt. Habe ich zufällig auf meinem Handy was geguckt und sehe plötzlich, ich war noch in Steam drin und sehe, mein Steam-Account funktioniert wieder. Und ich dachte, oh, hab mir erstmal nichts anmerken lassen, hab hier nebenbei noch den PC, den anderen PC hochgefahren, hab mich immer, wenn ich tot war in CSGO, eingeloggt und sehe, mein Steam-Account ist da und ich habe ein Ticket bekommen, also eine Ticket-Antwort von Steam. Das habe ich euch auch abgefilmt, da ist dann oben einfach das Briefchen, da klickt man drauf, da steht dann eine Antwort vom Steam-Support oder irgendwie so eine Nachricht vom Steam-Support. Und da hat mir dann der Support-Mitarbeiter Neil Ehrenmann, geschrieben, dass alles gut ist. Und da ist natürlich ja einiges an Last von mir abgefallen, weil es natürlich hat man sich Gedanken gemacht. Ne? Alleine schon wegen den Spielen, was soll ich machen in Zukunft? Also ich habe dann den Main-Account nicht mehr, ich habe den Rank-Dot nicht mehr, ich müsste mir einen neuen Main-Account machen für die High-Games, für die Low-Games, die ganzen Skins, die da liegen, die für die Giveaways rausgehen sollen, sind fest und so weiter und so fort. Also es sind so viele Gedanken einfach von mir abgefallen. Ich habe das dann auch vorgelesen im Stream und da stand dann eben Folgendes drin, ich habe es hier offen. Also sie haben sich erstmal natürlich für die Fülle an Informationen bedankt, ich habe wirklich sehr, sehr viel geschrieben. Und habe gehofft, dass sie sich alles durchlesen und ich nehme an, sie haben sich alles durchgelesen. Geil. Und da stand dann eben sowas drin, von wegen, mein Account hat ausgesehen, also die Nachrichten von meinem Account sahen aus, als wenn ich in Scam-Aktivitäten verwickelt wäre. Und sie dachten wohl deswegen, oh, da hat sich jemand eingeloggt, lieber mal wegnehmen vom Netz und schön blockieren. Leider konnten sie mir den Kommentaren sich nicht mehr schicken, aber sie haben sich eben Gedanken bei der ganzen Sache gemacht. Und haben dann eben so die Ausführung durchgeballert. Und was mich natürlich am meisten gefreut hat, war der letzte Satz in diesem Paragraph, dass sie nach weiteren Überprüfungen eben festgestellt haben, dass mein Account secure ist. Also, dass da auch niemand drin war. Und ja, und darum habe ich ihn wieder. Und dieser letzte Satz, und jetzt überlegt mal, um wen es da geht, um Steam Support, der wahrscheinlich täglich von Affen angeschrieben wird, die sowas schreiben wie, warum wurde ich gewackbrannt? Ich habe nur ganz kurz mal gecheatet. Also so ein Laden oder Institution, der wahrscheinlich täglich mit Tausenden von bescheuerten Nachrichten bombardiert wird, schreibt mir innerhalb von 5,5 Stunden zurück und schreibt am Ende sogar noch, dass wenn ich weitere Fragen habe, dass ich die gerne stellen soll, sie helfen mir sehr gerne. Also da war ich hin und weg, wirklich. Da war ich echt hin und weg. Ich gehe natürlich davon aus, dass es auch an der Art und Weise gelegen hat, wie ich meine Anfrage geschrieben habe, denn die ist, ich habe sie euch geblurrt, weil da auch ein paar heiklere Daten drin stehen, aber die ist sehr ausführlich eben gewesen. Ne? Also ich habe ihnen extrem viel Informationen gegeben, Ideen, woher das kommen könnte, woher das herrühren könnte. Ich habe zum Beispiel geschrieben, dass ich halt aufgrund meiner Reichweite möglicherweise irgendeinen verschmähten Liebhaber beziehungsweise irgendeinen Cheater halt vielleicht säuerlich gestimmt habe, nachdem sein Account gebannt wurde und ich halt vielleicht sein Inventar gezeigt habe, aber geblurrt, also anonym. Dass der sich halt gedacht hat, haha, dem drücke ich eins rein und reportbotte mal eben einen Kommentar von ihm. Im Livestream gestern hat mir aber auch jemand gesagt, dass das gar nicht gehen würde mit dem Reportbot und dass man deswegen dann irgendwie so einen Community-Bann bekommt. Es steht ja auch im Text mehr oder weniger drin, dass das System das dachte, es war wohl ein automatisierter Bann und keiner, den ein Mensch wirklich durchgeführt hat. Diese und weitere Informationen hatte ich da eben in diesem Text drin. Naja, und kurzum, der Account ist wieder da. Steam ist wirklich ein Giga-Chat dafür, dass sie halt so schnell reagieren.
ich bin jetzt kein großes Licht und vor allem weiß das Steam ja auch nicht. Ich meine, vielleicht gucken die nach dem Accountalter und sagen sich 16 Jahre alt, wow, der Account wird jeden Tag oder fast jeden Tag benutzt. Da sollte man vielleicht eher ein Auge drauf werfen, als auf so einen typischen Smurf-Account, der dreimal oder zweimal die Woche benutzt wird. Möglich, ich habe keine Ahnung. Wegen meiner Reichweite auf YouTube und Twitch ist der sicherlich nicht extra so ein Favor gefallen von wegen, oh Vorsicht, Vorsicht, der könnte uns Ärger machen. Ich denke, es war wirklich einfach die Art und Weise, wie ich das geschrieben habe. Wie viel Informationen ich geliefert habe und mit was für Ideen ich kam, wie man das im besten Fall wieder lösen kann. So ähnlich habe ich auch meine Twitch-Partnerschaft bekommen. Die habe ich ja auch praktisch belabert. Ich habe einen Text geschrieben und ich war ja wirklich noch lange nicht bei den Zahlen, die man eigentlich braucht für eine Partnerschaft. Und habe dann auch eine Partnerschaft bekommen. Man muss nur wissen, wie man schreibt. Falls jetzt jemand fragt, ich habe es komplett auf Englisch geschrieben. Also an alle, die so ein Problem haben und ihr seid euch sicher, dass ihr nichts Falsches gemacht habt, schreibt Steam alles, was ihr wisst und vor allem alles, wovon ihr denkt, dass es helfen könnte. Schön auf Englisch, bum bum bum. Lasst euch da möglicherweise einfach vom Google-Übersetzer leiten, der hilft dann bei schwierigen Formulierungen oder sowas. Es lohnt sich wirklich, Steam alle Informationen zu geben, denn ja, man ist danach dann wieder freigeschaltet. Das waren dann somit gestern 6 Stunden, die wirklich unangenehm waren, wobei es immer besser wurde, weil ich halt eben euch hab und wir im Stream so schön gemeinsam auch darüber sprechen konnten und ihr mir gut zugeredet habt. Und natürlich waren die Subbomben auch krass. Klar, ich will nur nicht sagen, dass das Ausschlaggebende irgendwie ist oder sowas. Das, ne? Also einfach diese Geselligkeit zusammen und das wird schon wieder, mach dir keine Sorgen. Ne? Und komm, wir spielen jetzt gemütlich rein und heitatei. Das ist für mich auf jeden Fall auch Balsam für die Seele. Dann bedanke ich mich hier bei euch fürs Zusehen. Ich weiß, dass im letzten oder vorletzten Video ein Giveaway gestartet wurde und das wird auch dann im nächsten wahrscheinlich aufgelöst. Das habe ich jetzt für heute nicht ready gemacht. Ich habe es im Blick. Da ging es ja um die USPS Black Lotus mit den Stickern. Wird doch gemacht. Also vielen Dank fürs Zusehen, fürs Liken und fürs Kommentieren. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder mehr kommentiert. Da antworte ich auch extrem gerne. Das wisst ihr ja, ich baller raus, was geht. Und gucke, dass wirklich kein Kommentar unbeantwortet bleibt. Wir sehen uns dann im nächsten Video, das wahrscheinlich in 2 Tagen kommt. Im Moment versuche ich, dass jeden 2. Tag ein Video kommt, spätestens jeden 3. Tag. Dabei hilft mir Sneasel sehr, denn Sneasel editiert im Moment mindestens die Hälfte der Videos. Und das ist natürlich für mein Zeitmanagement extrem gut. Also nur deswegen kann gerade so ein Ausstoß kommen. Also danke an dich, Sneasel, ne? Ja, oder wir sehen uns im nächsten Livestream am Dienstag ab 18 Uhr. Haut da rein, later und Kuss. Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.